Heute habe ich mal wieder eine Waffe für euch, die nicht wegen ihrem Schaden, sondern vielmehr wegen ihrer Nebenwirkung eindeutig zu den besten Waffen in Skyrim gehört. Ihr könnt nämlich das Leben, was ihr euren Gegnern abzieht, absorbieren. Das heißt, euer Gegner wird immer schwächer und ihr werdet immer stärker. Insofern werdet ihr quasi unbesiegbar. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Die Ebenerzklinge ist ein deltrisches Artefakt mit ziemlich vielen Besonderheiten. Die erste Besonderheit wäre natürlich der Nebeneffekt, dass ihr euren Gegnern das Leben abzieht. Das heißt, pro Schlag werdet ihr von eurem Gegner 50 Lebenspunkte absorbieren. Außerdem gibt es noch die komische Eigenschaft, dass die Waffe von euren einhändigen Perks profitiert, allerdings zweihändig ist und eure zweihändigen Skills trainiert. Also das ist auch ziemlich durchgedreht, aber ich finde es auf jeden Fall eine richtig coole Waffe. Bei mir macht sie momentan 68 Punkte Schaden, also vom Damage her ist sie nicht ganz so gut. Dafür hält sie ihre Lebenspunkte aber immer oben und da sie ein deltrisches Artefakt ist, gehört sie zu den einmaligen, besonderen Waffen im Spiel und ich finde sie total cool. Die Quest, um an die Waffe ranzukommen, ist auch überhaupt nicht schwer, denn man muss so gut wie überhaupt nicht kämpfen. Alles, was ihr machen müsst, ist, in das Gasthaus von Weißlauf zu gehen und die Wirtin nach Gerüchten zu fragen. Diese wird euch dann auch gleich jede Menge Quests andrehen. Ihr fragt sie aber so lange nach Gerüchten, bis sie euch mit einer Geschichte von dem Charl und seinen Kindern kommt. Denn seine Kinder sind nämlich irgendwie psychisch krank und ihr sollt ihnen helfen. Ich bin hearing some strange tales of the Jarl's children. Say the ones turning wicked? And the others have an ill-favored look to them. Best to keep clear. Um das zu machen, müsst ihr danach hoch in die Drachenfeste gehen. Dort findet ihr den Charl, den fragt ihr nach seinem Sohn und der wird euch erzählen, dass irgendwas mit dem nicht in Ordnung ist und wird euch fragen, ob ihr nicht mal mit ihm reden könnt und vielleicht kommt er ja wieder zur Besinnung. Sagt er, ja klar, machen wir. Und dem sein Sohn läuft auch irgendwo im Schloss rum. Den findet ihr dann hier irgendwo. Und der wird euch dann sagen, dass er viel mehr weiß, als alle denken und dass eine geheimnisvolle Lady ihm das verraten hat. Places where you can overhear things. And the whispering lady. Nachdem ihr in Erfahrung gebracht habt, wo die geheimnisvolle Lady ist, werdet ihr die Tür aufsuchen, hinter der sie sich befindet und mit ihr sprechen. Sie wird euch dann die Aufgabe geben, sie zu befreien, weil sie hinter dieser Türe eingesperrt ist und es gibt nur zwei Leute im ganzen Schloss, die den Schlüssel dazu besitzen. Aber um das rauszukriegen, müsst ihr nochmal zu dem Sohnemann nach oben gehen und ihn fragen, wer die Schlüssel besitzt. Dann finden wir raus, dass das der Charl persönlich und der Alchemistenmeister ist. Also ich gehe jetzt mal hier zu dem Alchemist und ja, schleiche mich von hinten an, klaue ihm den Schlüssel. Das dürfte alles nicht so schwer sein, auch wenn man relativ schlecht im Taschendiebstahl ist, müsste das relativ schnell gehen. Vorsichtshalber würde ich auf jeden Fall nochmal schnell speichern, bevor man das macht, dann kann man immer schnell zurückspringen. Wenn wir jetzt zurückkehren und die Tür öffnen, sind wir erstmal relativ enttäuscht, weil wir sehen die geheimnisvolle Lady nicht. Alles, was wir finden, ist ein Schwert und das ist die Ebenerzklinge. Diese ist jetzt jedoch noch nicht bei vollständiger Stärke. Was ihr machen müsst, um sie zu verstärken, ist nicht zur Schmiede zu gehen, sondern ihr müsst 10 unschuldige Personen umbringen. Dann wird sie immer stärker und ihr absorbiert immer mehr Leben von euren Opfern. Das heißt, ihr müsst zu Leuten gehen, die euch eigentlich freundlich gesinnt sind. Das heißt, ihr könnt jetzt damit keinen Drachen töten. Ihr müsst zum Beispiel zu Bauernhäusern gehen oder einsame Holzfällerhütten überfallen. Ja, und das sieht dann ungefähr so aus. Need to stop. We are routed. Fall back. Don't even think about it. Call the guards. Oh no. By the gods, this can't be happening. Am Ende wird euch die böse Lady dann noch sagen, dass ihr total gute Arbeit geleistet habt und dass ihr das Schwert jetzt behalten dürft. Und jetzt habt ihr eine ziemlich gute Waffe, die ständig eure Lebenspunkte oben hält und ihr müsst euch so gut wie nie mehr auf eure Heilung konzentrieren, weil das wird immer automatisch erledigt und ja, ihr seid quasi unsterblich. Ich finde es eine total coole Waffe. Wenn sie euch auch gefallen hat, dann könnt ihr euch wie immer bei mir bedanken, indem ihr einen Daumen hoch gebt oder mich abonniert und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Tutorial. Bis dann!